Eilmeldung. Ja, ich bin auch dabei, jetzt nochmal auf einen kleinen Abendspaziergang durch den Wald unterwegs. Ein wunderbares Klima momentan heraus, traumhaft. Und neue Wege, neues Glück, und das muss ich euch unbedingt zeigen. Vor mir liegt so ein alter Laubholzbaum. Und ganz am Ende hier unten an der Bruchstelle Austernseitlinge. Die sind zwar jetzt da hervorne, das vordere Stück, die nehmen wir mal raus, natürlich jetzt schon zu alt. An sich da unten die ganzen Fruchtkörper, die könnten noch was sein. Aber den lasse ich jetzt sogar noch dran. Den hole ich mir wirklich dann, wenn ich mit dem Sammelkörbchen unterwegs bin. Weil es an dem Baum noch viel mehr zu entdecken gibt. Erst bin ich von diesen Pilzen angelockt worden. Ja, die lasse ich jetzt mal bestimmungstechnisch außen vor. Oben drüber. Judasohren. Da hinten auch. Schöne. Da oben drin ganz kleine Frische. Und dann schaue ich den Baum noch da dazwischen rein. Auch nochmal welche. Und jetzt festhalten. Frische Austernseitlinge auch noch. Und das sogar noch in einer erreichbaren Höhe. Und die sind wirklich ganz, ganz frisch. Also die sind, ja, kommen ganz klein raus. Momentan perfekte, ja, Bedingungen anscheinend momentan. Austernseitlinge sind auf dem Vormarsch und haben noch nicht das Wintertreiben aufgegeben. Aber auch die hole ich mir erst wahrscheinlich am Freitag wieder, wenn ich mit dem Sammelkörbchen unterwegs bin. Aber ich freue mich schon drauf. Okay. Moment. Nochmal fast zurück auf Anfang. Also Austernseitlinge, Judasohren da dazwischen. Da drüben auch nochmal. Jetzt haben wir es. Und jetzt gehe ich da rüber. Sandfußrüblinge. Also haben wir schon wieder einen, in Anführungsstrichen, perfekten Winterpilzbaum gefunden mit allen drei Speisewinterpilzen dran. Relativ frisch das Ganze. Der untere, ja, könnte sein. Die kleinen da sowieso dürfen wir noch wachsen. Da sind die schönen dicken Judasohren. Und wenn ich raufschaue, von unten, da haben wir unsere Austernseitlinge. Wahnsinn, geil.